Gut. So, also, so sieht es in Zukunft aus. Also, falls ihr Bock habt auf so das normale Leben weiterhin, das schnöde normale Leben zu verfolgen, sozusagen, wie es nun mal bei uns so ist, dann bleibt da einfach dran. Schaut weiter. So wesentlich wahnsinnig interessante Dinge passieren halt nicht jeden Tag. Ja, also da kann man nicht keinen Einfluss drauf nehmen, das wisst ihr selber. Das haben wir die letzten Jahre ja eindeutig bewiesen, dass wir nicht die absoluten Trendsetter sind. Wie gesagt, ich habe noch einen Haufen Räder da und einen Haufen Material und so Sachen. Vielleicht werde ich sowas in Zukunft auch mal hier und da offerieren, inserieren oder so. Muss man halt schauen. Ich habe ja kein Gewerbe mehr. In dem Sinne ist es im Moment ja auch schwierig geworden. Da gibt es ja dieses neue Gesetz, dass man nicht mehr so, so viel anbieten darf. Man ist ja sofort illegal quasi oder gewerblich, was totaler Humbug, totaler Quatsch ist, weil die Sachen habe ich ja mal wesentlich teurer gekauft, als dass ich sie jetzt hier, als für was ich sie jetzt hier quasi anbiete. Also da ist ja, und auch da auf den Preis von den Teilen, das ist ja auch alles schon versteuert worden mal, das wisst ihr ja selber, das ist ja eine ewige, leidige Diskussion. Und auch tatsächlich das, was jetzt aus dem Laden übrig geblieben ist, musste ich ja sogar am Ende auch nochmal so tun, als hätte ich es verkauft. Ja, obwohl ich der Steuer gesagt habe, naja, also im Finanzamt gesagt habe, das ist ja noch gar nicht verkauft, das liegt ja da, das haben wir eingelagert. Im Gegenteil, das kostet sogar noch jetzt monatlich Geld, weil wir ein Lager mieten mussten. Da haben sie gesagt, naja, kam dann irgendwann ein Brief. Und sie meinten, naja, jetzt können wir keine Rücksicht mehr darauf nehmen, wann sie das mal endlich dann veräußert haben und zu Geld gemacht haben. Jetzt wird das, sollen wir doch das schätzen, den Materialwert, und das wird dann steuerlich berechnet sozusagen. Das haben wir getan, das ist erledigt. Also ist es auch nochmals der Gesamtwert nochmals versteuert worden. Also haben wir jetzt schon zweimal Steuern drauf gezahlt. Einmal beim Einkaufen, die Mehrwertsteuer oben drauf. Einmal jetzt diese Abrechnung, beim Abrechnen nochmal die Steuer, als hätten wir es verkauft, obwohl wir es noch haben, ist da somit in unser Privateigentum übergeflossen sozusagen. Und wenn ich es jetzt tatsächlich anbiete und verkaufe, weil ich ja keine 150, 200 Fahrräder brauche, soll ich mich quasi ja nochmal, wenn man es jetzt korrekt macht, so wie ich das verstanden habe, selbstständig machen oder ein Gewerbe anmelden und nochmals Steuern drauf zahlen, ne? Ja, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und ich denke auch, dieser ganze Sekundärmarkt, dieser ganze, der so beworben wird, ne, Nachhaltigkeit und so, ich glaube, der ist auch in diesem Jahr und im letzten Jahr ganz schön zusammengebrochen, und das wird auch die nächsten Jahre so weitergehen. Also ich glaube, da haben viele Anbieter, zum Beispiel eBay oder eBay Kleinanzeigen, ne, da weiß ich nicht, Kleinanzeigen, da kann man ja noch ein bisschen wahrscheinlich schwammig drum herumwischen um das Ganze, aber so bei eBay, ich glaube, die haben da ganz schön zu kämpfen. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Verschenken ist natürlich nie ein Problem von solchen Dingen, aber ich habe es ja mal bezahlt. Na, da ist es immer schwierig, dann so Sachen, klar, loswerden kann man es immer, wenn es umsonst ist. Und dann wird es eben dann vielleicht das ein oder andere Video auch in dieser Thematik geben. Fahrrad wieder oder so. Ansonsten ist es der ganz normale Familienwahnsinn, wie er jetzt zurzeit hier stattfindet. Also uns hat noch keins unserer Kinder den Rücken gekehrt, aber es ist halt nicht leicht manchmal. So ist es. Ich hoffe, euch gefällt trotzdem das ein oder andere Video. Manchmal sind es vielleicht auch nur ganz kurze Sachen, ganz kurze Clips oder so. Und manchmal ist es auch viel Gelaber, so wie jetzt. Denkt dran, die ganze Sache läuft hier auf freiwilliger Basis. Ich habe ja diese ganzen Clips und den ganzen Medienschrott, den ich hier zusammengesammelt habe, den habe ich ja auch irgendwo auf Festplatten. Die habe ich ja alle eingelagert und nochmal gespeichert und nochmal gespeichert. Also ich habe ja so einen ziemlich großen Stapel Festplatten, wo das alles eingelagert ist und so weiter. Alles schön und gut. Aber es war wirklich schön, jetzt, wo ich ein bisschen Zeit hatte die letzten Wochen, wo ich gedacht habe, wie und ob mache ich es weiter, wo ich dann auch auf YouTube aufgegangen bin und habe mir dann so ein paar alte Clips angeguckt von mir selbst, von meinen Kindern, von dem, und das war so schön. Es war eigentlich, ich möchte es nicht missen. Das ist die beste Art, Tagebuch zu führen, ganz ehrlich. Ich fand es super interessant. Teilweise musste ich selber lachen, ja, über welche
über irgendwelche Situationen oder so. Also es war auch wirklich lustig. Ich kann auch verstehen, warum es einige Leute gibt, die sowas auch interessant finden und sowas nachverfolgen. Aber es ist natürlich nicht dieses Trendige und ja, also ja, so. Das war es noch nie. Sollte doch nicht sein. Und diese Tagebuchfunktion, die ich mir, wo ich damals gedacht habe, könnte doch cool sein, mal in 5, 6 Jahren sich sowas anzugucken. Ey, es ist genau das eingetreten. Es war es wirklich cool, wenn ich mir diese alten Sachen angucke. Denke ich immer wieder, ach nee, ist das süß. Und gerade mit den Kindern, wenn du dann so siehst, wie der Ona da rummacht. Oder Anouk auch noch so klein und so winzig ist. Die ist ja jetzt gerade in der Pubertät. Die ist jetzt so völlig desinteressiert an allem, so völlig cool und so steht sie da und völlig so mit so einem Gesicht so, echt, ey, habt ihr mich jetzt wirklich angesprochen, Gesicht? Mit so steht sie da und dann denkst du, oh Mann, was ist passiert? Ja, und dann guckst du dir so einen Clip an, schon geil, schon geil. Und es holt einen wieder zurück und man sagt sich wieder, genau, so, das ist die wahre Anouk, die kommt dann auch irgendwann mal wieder. Ja, das ist ein tolles Mädchen auf alle Fälle, auch so jetzt. Ja, aber es ist Wahnsinn, wie die sich auch verändern. Und das mit anzuschauen, das gelingt einem so. Man hat natürlich seine Erinnerung, aber trotzdem, wenn man sich dann sowas anguckt, dann weiß man erst, wie verwässert so eine Erinnerung auch sein kann. Ne? Das ist eins zu eins, da taucht man wieder ein und denkt sich, ja, genau, das war das und das war die Situation. Irre. Schöne Sache. Ich freue mich, diese Videos gemacht zu haben und das war auch ein Grund, vielleicht mit, dass ich gesagt habe, ja, vielleicht machen wir es auch weiter. Wie gesagt, seid mit dabei, wenn ihr wollt. Es ist nichts für Millionen, aber das ist vielleicht was für ein paar Leute auch interessant oder einfach nur ein Spiegel, dass man sieht, ja, Mensch, so ist es bei uns auch oder so. Könnt ihr gerne drüber diskutieren, natürlich, ja, genau so, das läuft bei uns auch so ab oder so. Es ist halt gar nicht um, was weiß ich, Millionen Umsätze einzufahren und was weiß ich, um trendige Videos oder Trends zu machen oder was weiß ich. Das ist einfach wirklich nur das einfache, ganz normale Leben. Habe ich, glaube ich, schon tausende Male gesagt hier auf dem Kanal, aber es muss man auch immer wieder betonen. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch wieder ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit habe, dass ich auch, ich komme gerade im Haus nicht so richtig weiter. Da wollte ich euch auch eigentlich viel mehr zeigen, aber ich komme nicht weiter. Ich habe keine Kraft. Ich habe auch, weiß ich nicht, ganz schön zugenommen wieder. Es ist alles so ein bisschen unglaublich halt, wie das einen zurückwirft, sowas. Und ja, es läuft einfach so, ne? Ja, kurz angeschnitten im letzten Video habe ich unser T4 ist geklaut worden hier. Unser Bus, das war auch ein herber Rückschlag. Das war auch noch. Das war ein Tag, da ist ziemlich alles schief gelaufen. Also innerhalb von 2 Tagen. Es war der Tag da. Am Abend vorher habe ich einen Anruf bekommen von einer Nachbarin von uns vom Haus und die meinte, ja, ihr hattet Besuch vom Waschbären. Ja, wir haben da Waschbär, habe ich auch kurz angeschnitten im letzten Video. Wir haben da oftmals Waschbärbesuch, wenn wir nicht da sind. Wir waren davor 3 Wochen da. Waren glaube ich Ferien, Herbstferien, ich sage nicht, irgendwelche Ferien waren, ich war immer da, 3 Wochen. Und dann sind wir losgefahren und am nächsten Abend kam der Anruf, ja, ihr hattet Besuch vom Waschbären. Ich sage, wie kann das sein? Ich meine, wir waren die ganze Zeit da, keiner war da. Da kam der Waschbär. Das Haus war natürlich schön geheizt, schön warm und so, ne? Und da hat er sich gedacht wahrscheinlich, ach geil, gehen wir mal gucken, was da los ist, was man da holen kann. Rauf aufs Dach, der Waschbär, und hat das Dach abgedeckt. Also natürlich nicht das ganze Dach, aber eben so eine Fläche von, ich glaube, 12 Ziegel oder so hat er runtergeschmissen. Ne? Das ist schon eine ganze Menge. Also wir haben da Biberschwanzziegel drauf, die kann er halt auch runterziehen. Ich glaube, bei diesen anderen Plattenziegeln, da klappt das nicht so gut. Also ich glaube, da ist Waschbär sicherer. Bloß wenn sie wollen, kommen sie, wir glaube, überall rein. Sind ziemlich gewieft. Ja, Fakt ist, da habe ich einen Anruf gekriegt. Ah ja, dachte ich mir, ja, toll, bin gerade angekommen. Musste wieder losfahren. Also habe ich gesagt, na gut, ich komme morgen vorbei. Dann war ich aber nun gerade mit dem Bus hier. Und ich dachte, naja, jetzt fahre ich nicht nochmal mit dem großen Auto los. Hab dann den Golf genommen von Marlies, den neuen, schönen,
also die neuen alten. Ich habe mir gedacht, da bist du schneller. Packst du, fährst du vorher noch bei Borchardt vorbei, holst dir ein paar Dachziegel, haust hier hinten rein ins Auto, zack, und losfahren. Ich weiß, es ist ziemlich lahmarschig, wenn man so eine Geschichte erzählt, aber dann bist du jetzt durch. Ich die Dachziegel eingeladen, früh morgens, am nächsten Morgen, und losgefahren. Losgebrettert. Dann kurz vor Fettschau gibt es auf einmal so einen Rumpel und bums. Richtig Knall, richtig ein Ruck im Auto auf einmal. Hinter mir alles schwarz, alt, ein fetzender Reifenplatzer. War gerade auf der Überholspur, gerade ein LKW-Boot. Ist mir dann der Reifen weggefetzt. Ich glaube, ich hatte gerade so 140, 150 km drauf. Überholen, ne? Schon kurz mal herzunehmen und auf einmal bam. Ach du Scheiße, ich das Lenkrad festgehalten, schön gerade gehalten, nicht gebremst, nichts, einfach nur rollen lassen erstmal. LKW vorbeiziehen lassen, weil ich dachte, na Gott sei Dank hat es mich nicht nach links und rechts gehauen. Fahrerseite vorne, Reifen weggefetzt. Ja, dann habe ich das geschafft rüber auf die Seitenspur, auf den Seitenstreifen zu fahren, auszurollern sozusagen. Dann wollte ich aussteigen, bin ich aus meinem Auto rausgekommen, weil vorne den Kotflügel hat es komplett zusammengezogen. Statt so, war er so. Und klemmte vor meiner Tür. Ich habe die Tür nicht aufgekriegt. Was ist denn da los? Und von drin siehst du ja nichts. Du denkst dir, hä, was ist denn da passiert? Ich meine, ich bin nicht gegen eine Leitplanke, ich bin nicht gegen den LKW quasi auf der anderen Seite. Ich dachte, was ist denn da passiert? Ich komme nicht aus meinem Auto raus. Ich dachte schon, die ganze Achse ist weggefetzt. Naja, Beifahrertür ausgestiegen denn, wa? Und bin dann ums Auto rumgelaufen, hab gedacht, oh Gott, das Willen sieht das aus, jetzt sah schlimm aus. Fakt ist, Kotflügel kaputt, Kotflügelträger kaputt, Radhausschale kaputt, Radhausschale vorne unten, also komplett die ganze, von hinten bis vorne kaputt. Unterfahrschutz, die Seite da kaputt. Stoßstange, die Seite, wo die am Kotflügel dran ist, natürlich abgerissen. Wischwasserdüse zerschreddert von hinten, alles von hinten weggefräst durch den Reifen und Scheinwerfer von hinten weggefräst, nichts mehr da. Vorne sah es aus wie immer, richtig gut, richtig schön, richtig neu, aber von hinten konntest du quasi von vorne nach hinten durchgucken, durch den Scheinwerfer, bei ihm andersrum. Da dachte ich mir, ist ja unglaublich, ein Reifenfetzer, und ich gucke auf die Autobahn voll mit schwarzen Teilen, also ich glaube ja, beim LKW siehst du ja immer mal so eine Pelle rumliegen irgendwo. Aber beim Pkw-Reifen ist es wohl normal, den zerlegt es komplett, denn so kleine Teile, ich habe so kleine Teile, so kleine Quadrate habe ich gefunden vom Profil Scheinwerfer drin, als ich den dann ausgebaut hatte und so. Naja, dann hat es eben ohne Weile gedauert, Polizei gerufen und so weiter, hab dann all zurechtgebogen, erstmal so, dass ich erstmal fahren konnte wieder. Auf der Felge, weil ich gesagt habe, zur Polizei, habe ich gemeint, ich möchte nicht auf der Autobahn jetzt hier stehen und abgeschleppt werden. Und die nächste Auffahrt war 3 Kilometer entfernt, dann haben sie gesagt, Abfahrt, dann haben sie gesagt, na gut, dann fahren wir hinten dran. Wir haben erstmal die Autobahn sauber gemacht, dann haben sie sich hinter mich geklemmt, haben sie Gott sei Dank zugelassen, die Kollegen, dann haben sie gesagt, ja gut, kein Thema, also das fand ich sehr korrekt, weil die hätten mir auch sagen können, nee, ihr fahrt und so, müssen sie abschleppen lassen. Er hat gesagt, nee, ich kann fahren, ich hat alle zurecht gebeult, so mit der Hand und die Bogen, bin dann ins Auto eingestiegen und bin dann mit 5 km/h, 3 Kilometer quasi, also in mehr oder weniger Schrittgeschwindigkeit, bin ich dann da runtergeeiert von der Autobahn und war dann in Fettschau auf dem Parkplatz, wo ich dann kurz vorm einen Einheimischen getroffen habe, der hat mir geholfen, der hat gesagt, ja gut, er kennt einen Reifenbude, da können wir hin, dann kann ich erstmal auf diese kaputte Felge, habe ich dann irgendeinen Reifen raufziehen lassen, weil VW natürlich in seine Reserveradmulde nur noch Styropor packt. Achso, nee, und ein Pannenspray, das hat mir nicht mehr geholfen, das Pannenspray, das ist hinfällig, also das finde ich ja erbärmlich, ehrlich gesagt, ja, ich habe das ja noch nie gebraucht, ich habe da zwar schon mal reingeguckt, aber habe das nie so richtig wahrgenommen. Da ist ein Abschlepphaken drin, da ist ein Wagenheber drin, da ist Pannenspray drin, da ist ein Kompressor drin und so ein bisschen Notwerkzeug, glaube ich. Ansonsten ein schöner Styroporträger, der das Ganze hält an Ort und Stelle. Aber kein Reserverad mehr. Das habe ich natürlich ab dem Tag sofort geändert. Ab dem ist auch meine Reserveradmulde jetzt ein bisschen höher, weil da ein normaler Reifen jetzt drin klemmt, den ich auch ganz prima gleich aufbauen kann und gleich fahren kann. Also nicht irgendein Notrad, Notlaufrad.
Ja, Datei werden sofort geändert ab dem Tag. Ja. Fakt ist, ich habe jetzt erstmal dann da irgendeinen Reifenruf gemacht, bin dann weitergefahren zu meinem Haus, habe da den Schaden repariert, gleich aufs Dach auf und da voll Adrenalin aufs Dach. Und habe da, ich stand ja völlig unter Schock eigentlich, habe da innerhalb von einer Stunde diesen ganzen runter, neue Leisten drauf gezogen gleich und habe da die neuen Schienen drauf gemacht, die dann auch verschraubt, die kriegt er nicht mehr runter. Seitdem kommt er woanders drin, der war schwer. Bin dann am nächsten Morgen da kurz übernachtet und bin am nächsten Morgen nach Hause gefahren. So, als ich dann zu Hause ankam, habe ich mir natürlich dann wiederum erstmal alles verdaut. Stand mit dem kaputten Auto da, bin zu VW gefahren, habe gefragt, wie sieht es aus mit Teile? Ich brauche das und das und das und das und das. Da haben sie mir die Hälfte von gesagt, nee, nicht mehr lieferbar, stellen wir nicht mehr her, stellen wir nicht mehr her, stellen wir nicht mehr her. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen und ich sage, mein Wagen ist ja fast neu. Was wollt ihr denn? Er ist ja nicht mehr neu, 20 Jahre alt. Warum stellt ihr sowas nicht mehr her? Das ist doch ein Auto, das wird millionenfach neu fahren auf den Straßen. Also es ist ja nur die Dinger rumfahren. Ja. Er sagt, ja, das soll Modellwechsel halt, ist nirgendwo mehr im Lager. Die ganzen Plastikteile vor allem. Einen Motor kriegst du immer noch mal oder so weiter, ja, oder irgendwelche andere Sachen. Aber es fängt bei Kleinigkeiten an, so wie Türgummis, sagen wir mal. Oder eben diese ganzen Plastikverkleidungsteilchen, die ihr gerne mal wegbrechen. Die sind dann eben nicht mehr da, die werden dann nicht mehr produziert. Achso, Luftfiltergehäuse ist auch noch weggefräst worden. Dieses untere Ansaug. Luftfilter. Naja, so oder so. Habe gesagt, okay, alles klar. Hab den Auto erstmal in die Ecke gestellt, hab erstmal im Internet mir alle Sachen zusammengesucht. Das hat dann so einen Monat gedauert, bis ich dann alles hatte. Kurzum, am nächsten Tag wollte ich natürlich nicht mehr mit dem kaputten Auto fahren. Hab gesagt, ich habe ja noch meinen Bus. Bin dann zu meinem Bus gegangen. Hab gedacht, ich gehe zu meinem Bus. Und der Bus war weg. Dachte mir so, hä, was ist los? Erster Gedanke natürlich, hast du bestimmt hier irgendwie falsch geparkt, haben sie abgeschleppt. Ja, guckt, sind ja Haufen Baustellen hier. Stehen keine Schilder. Ich sag, ja, ist der weg? Ist der laut worden? Und dann überlegt man ja selber, na sag mal, habe ich den hier wirklich an die Stelle gestellt oder steht der vielleicht ganz woanders? Ja, ich glaube ja nicht, was ich hier in dem Viertel auf und abgefahren bin und alle Straßen kontrolliert habe, wo ich meinen Bus hingestellt habe, obwohl ich mir sicher war, der stand da. Ich habe es natürlich am gleichen Tag angezeigt, bin zur Polizei gegangen, konnte mein Glück kaum glauben. Die haben auch nochmal nachgefragt, nicht gefunden. Dann kam bei so einer Spezialstelle gibt es wohl dafür richtig, für so eine Ermittlung von Diebstählen von Kfz, vor allem für Transporter und Geländewagen, sagt er. So, der hat da angerufen, der Polizist von der Dienststelle, und meinte, hier sitzt einer, VW, T4, Atlantis. Und da fing er an zu lachen am Telefon. Meinte, ach ja, keine Chance. Ist 100 pro weg. Und das war das, was ich meinte, ist schon auf dem Weg in der Ukraine und so weiter. Das sind sehr beliebte Autos einfach. Die sind halt zuverlässig und so weiter. Muss ich ja auch sagen. War ein sehr zuverlässiges Auto. Ich hätte ihn gerne wieder gehabt. Gut. Letztlich jetzt nach einem, was weiß ich, 3 Monaten hat die Versicherung gezahlt. Kam halt alle so zusammen. Diesen Unfall auf der Autobahn, wo man sowieso völlig unter Strom stand, 3 Tage später, oder 2 Tage später ist quasi, nee, 3 Tage später war das ja, merkt man, dass das Auto weg ist, ja, der andere Wagen geklaut wird. Und du denkst dir so, du Idiot, warum bist du nicht mit dem Bus gefahren? Weil den Golf hätten sie bestimmt nicht geklaut. Naja, so kamen alle zusammen. Hatten wir auch noch ein bisschen Reinereien, natürlich wegen der Versicherung und so was. Und das war mir auch todpeinlich. Ich meine, da muss mir ja nicht peinlich sein, ist mir halt geklaut worden, war mir ja todpeinlich, zur Versicherung zu gehen und sagen, mein Auto ist geklaut worden. Irgendwie, was mache ich denn jetzt? Ich stehe da. Wird das ersetzt? Wird das nicht ersetzt? Wie hoch wird das ersetzt? Naja, also kann ich sagen, es wird ersetzt, wenn man Teilkasko versichert ist, so ja. Aber du kriegst natürlich nicht das, außer du streitest dich mit dem Anwalt hin und her, der für dich irgendwas Gutes erkämpft sozusagen, ja, weil du bekommst, sagen wir mal, in dem Fall, in dem dieser Transporter T4, der ist so gestiegen die letzten Jahre, gerade seit Corona. Da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, also ich bekomme nicht oder bekam eben nicht diesen gleichen Transporter. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur mal kurz erzählen, auch wenn es euch vielleicht gar nicht interessiert, aber das ist eben so,
das, was uns jetzt die letzten Tage, letzten Wochen, letzten Monate so passiert ist. Womit wir so jetzt gerade zu tun haben im Moment. Wie gesagt, das, da brauche ich auch nicht jeden Tag ein Video machen, aber das ist halt schwierig, gerade auch ein bisschen alles. Mali ist ja auch, Mali ist auch so, naja, ist immer ziemlich geschafft von der Arbeit und so eine Sachen. Das ist halt Schichtdienst, ist auch kein, ist auch kein einfacher Job, ne, den sie da macht, natürlich auch. Also mit diesen ganzen Spackos da. Na, egal, das ist ihr Ding. Gut, das war die Info von uns, wie es läuft. So einen alten Mann quatschen hören und ich habe gesehen, ich bin ziemlich alt geworden. Meine Güte, das seht ihr gerade in meinem letzten Video. Am Anfang vom Video, das ist 1,5 Jahre her. Und am Ende vom Video bin ich grau wie Sau. Das ist natürlich diesem halben Jahr intensivst Krankheit wahrscheinlich geschuldet und diesen Stress auch. Aber das holt man nicht mehr zurück. Das holt man nicht mehr auf. Da habe ich richtig abgebaut, merke ich auch. Naja, wir werden euch noch lang genug auf den Sack gehen damit und also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.